Herzlich willkommen zur E-Lecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen. Vorsicht, Rutschgefahr, Vorsicht, glatt. Schlechte Slides zerstören Präsentationen. Das bedeutet, schlecht gestaltete Folien können zur Verwirrung, aber auch zur Langeweile führen und Ihre Präsentation kann enorm schlecht werden. Aber keine Sorge, ich stelle Ihnen hier 4 kostenlose Online-Tools vor, die Ihr Leben bestimmt verändern werden oder zumindest Ihre Präsentationen. Nummer 1, Prezi, Zooming statt Sliding, und genau das ist auch das Motto dieses Online-Tools, das vor einigen Jahren seinen Siegeszug aus Ungarn begonnen hat. Prezi ist eben ein Präsentationsprogramm, Zooming statt Sliding ist das Motto. Das bedeutet, man arbeitet bei Prezi nicht auf einzelnen Folien, sondern auf einem großen, endlos wirkenden weißen Arbeitsblatt, positioniert überall, wo man möchte, seine Ideen, das können sein Texte, das können sein Bilder, Videos, Folien und so weiter. Und am Ende macht man einfach einen Pfad. Man wählt einen Pfadpunkt nach dem anderen und Prezi zoomt das jeweilige Element in die Bildschirmmitte. Für die erste Anmeldung muss man prezi.com wählen. Es gibt für alle eine kostenlose Variante, aber für Lehrpersonen, für Studierende und Schülerinnen und Schüler gibt es besondere Konditionen. Das Einzige, das man dazu braucht, ist eine Schul-E-Mail-Adresse. Sobald Sie einmal eingeloggt sind, können Sie ganz einfach Prezi benutzen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv zu bedienen. Sie sehen schon, ganz, ganz wenige Schaltflächen, ganz, ganz wenige Menüpunkte. Alle Präsentationen werden in den kostenlosen Versionen online bei Ihnen gespeichert. Das bedeutet, Sie haben Zugriff darauf und können das jederzeit über einen Browser bearbeiten. Sehen wir uns am besten ein Beispiel an. Also hier das Beispiel. Prezi. Präsentieren ohne Folien. Wie gesagt, das Motto ist Zooming statt Sliding. Bei Prezi arbeitet man nicht wie bei gewohnten Präsentationsprogrammen mit Folien. Nein, es funktioniert ganz ohne Folien. Man arbeitet auf einem endlosen Arbeitsblatt und dieses endlose Arbeitsblatt ist dreidimensional. Das bedeutet, überall wo Sie wollen, positionieren Sie Ihre Ideen. Das können sein Texte, Bilder, Videos etc. Und dann bestimmen Sie einen Pfad, der Sie durch die Prezi leitet. Dabei werden die einzelnen Elemente in die Bildschirmmitte gezoomt. Das bedeutet, zur Wiederholung, Sie fügen ganz, ganz einfach Videos, Bilder und noch vieles mehr ein. Und dann bestimmen Sie einen Pfad, wie die Prezi ablaufen soll. Das jeweilige Element wird in die Bildschirmmitte gezoomt. Das ist Prezi, Präsentieren ohne Folien. Abschließend noch einige Tipps, Vorteile und Möglichkeiten von Prezi. Prezi kann man auch als interaktives Lernelement verwenden. Das bedeutet, man sammelt Wissen, man sammelt einfache Ideen zu einem bestimmten Thema in einer Prezi und teilt dann den Link mit seinen Schülerinnen und Schülern, mit den Lernenden. Die können dann ganz einfach durch das Prezi durchklicken und sich das Wissen erwerben. Optimal für Konzepte wie zum Beispiel Flipped Classroom. Nummer 2. Integration von PowerPoints ist ganz einfach möglich. Man kann nicht nur PDFs, Bilder oder Videos hinzufügen, man kann auch über Einfügen einzelne oder ganze PowerPoint-Slides oder Dateien hinzufügen. Nummer 3. Kollaboratives Arbeiten ganz, ganz einfach. Bis zu 10 Personen können gleichzeitig eine Prezi bearbeiten. Und Nummer 4. Offline-Präsentieren ist möglich. Mit Prezi muss man die Präsentation zwar online erstellen, man kann und muss sie online mit dem Gratis-Account bearbeiten, aber das Offline-Präsentieren ist möglich. Man lädt sich dazu ganz einfach seine Prezi runter, erhält ein ZIP-Archiv und darin ist eine Excel-Datei. Mit einem Doppelklick kann man diese starten und schon geht die Präsentation auch ohne Internet. Schauen wir uns das nächste Online-Tool zum Präsentieren an. Sway.
Irgendetwas zwischen PowerPoint und Präsi, wie es Elke Lackner so treffend formuliert hat. Es ist ein Online-Tool zum Erstellen von Web-Collagen und interaktiven Präsentationen und dieses Tool ist zur Gänze kostenlos. Das Einzige, das man braucht, ist eine Anmeldung, eine einmalige Registrierung mit seinem Microsoft-Konto. Wer noch kein Microsoft-Konto hat, kann dieses auch ganz einfach dort kostenlos erstellen. Dieses Tool der Firma Microsoft findet man einfach unter www.sway.com. Für die erste Registrierung dauert es ca. 2 Minuten. Und dann muss man sich nur mehr hier unter dieser Webadresse anmelden und kann schon seine Sways bearbeiten. Die Benutzeroberfläche ist sehr, sehr intuitiv und schnell zu begreifen. Oben haben wir eine sehr reduzierte Menüleiste. Im Nippenbereich finden wir die Benutzeroberfläche, die Bearbeitungsfläche, wenn man so möchte, und rechts sieht man eine Vorschau. Am besten sehen wir uns hierzu ein Beispiel an. Wie Sie sehen können, habe ich meine Beispiel-Sway schon im Browser gestartet. Wenn man eine Sway fertiggestellt hat, bekommt man einen Link. Diesen Link kann man selbst aufrufen oder anderen zukommen lassen und schon kann man durch diese interaktive Präsentation durchnavigieren. Hierfür gibt es rechts unten Pfeile. Ich habe hier ein Bild eingefügt mit einem Klick. Dann gibt es hier auch die Möglichkeit für den Bildwechsel. Und überall finden sich so leichte interaktive Elemente. Sie können Videos einbinden, Texte von Wikipedia oder Twitter übernehmen und vieles mehr. Ein wunderbares Feature ist hier auch dieser Bildteiler, wo man Vergleiche wunderbar dann auch live herzeigen kann. Zum Abschluss von Sway noch einige Tipps, Vorteile und Möglichkeiten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Darstellungsmöglichkeiten kann man Sway auch als kleine Webseite verwenden. Man erstellt einfach eine Sway und hat dann eine Webadresse, die könnte man dann kürzen oder sonstiges und schon haben andere schnell darauf Zugriff und man kann zum Beispiel einen Blog oder sonstiges draus machen. Nummer 2. Integrierte Ressourcensuche. Das ist wirklich ganz, ganz toll gelöst. Innerhalb von Sway kann man Videos, Bilder, Texte etc. finden, die unter der Creative Commons Lizenz stehen. Das heißt, man kann das auch wirklich verwenden für seine Präsentation und die Quelle wird auch angezeigt. Nummer 3. Das Look and Feel von Sway, gerade im Präsentationsbereich, wirkt erfrischend und neu. Und das Ganze ist responsive. Es wird also an das Display, das man verwendet, angepasst. Egal ob Smartphone, Tablet oder PC, es sieht immer optimal für das jeweilige Gerät aus. Nummer 4. Ganz wichtig, Achtung, hier ist noch kein Download möglich. Man muss also immer eine Internetverbindung haben, wenn man mit Sway präsentieren möchte. Kommen wir zum nächsten Online-Tool. Powtoon. Animationsvideos für, jetzt könnte man auch sagen, Klammer auf, und Präsentationen. Sie werden gleich sehen, warum. Powtoon ist ein Online-Tool zum Erstellen von Präsentationen und Animationsvideos. Ganz, ganz einfach, man braucht hier keine Vorkenntnisse. Innerhalb von 5 Minuten schafft man es, ein erstes Animationsvideo oder eine erste Animationspräsentation zu erstellen. Es gibt eine kostenlose Basisvariante für jedermann, für jede Frau und es gibt auch ganz, ganz billige Edu-Plans für den Schulbereich, wenn man das möchte. Für die Erstanmeldung, für die Registrierung muss man einfach auf www.bautun.com wechseln. Und dort kann man sich einmalig anmelden. Die Benutzeroberfläche erinnert an Programme, die viele von uns nutzen, an Programme, die folienorientierte Präsentationen erstellen. Wir haben auf der linken Seite den Slide Panel, rechts haben wir die Library, also die Bücherei, wenn man so will, und in der Mitte den Stage, den Bearbeitungsbereich. Man wählt ganz einfach die erste Slide an, und fügt dann rechts von der Library einzelne Elemente hinzu. Manche dieser Elemente sind Animationen. Diese bewegen sich immer wieder im Kreis.
Wenn man mit der ersten Slide fertig ist, wählt man links die nächste Slide und so entsteht eine einfache Geschichte in Form eines Animationsvideos. Einfacher als man denkt. Sehen wir uns am besten dazu ein kleines Beispiel an. Und jetzt noch ein paar Tipps, Vorteile und Möglichkeiten von und mit Powtoon. Nummer 1. Mit Powtoon kann man ganz einfach auch Lern- und Erklär-Animationsvideos erstellen. Nummer 2. Die Schülerinnen und Schüler, die Lernenden, erstellen selbst Erklärvideos. Damit habe ich selbst ganz besondere und sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Nummer 3. Man kann aus den Animationsvideos auch Slideshows machen, also normale Präsentationen, aber dennoch bewegen sich die Charaktere im Hintergrund enorm. Dazu links oben einfach in den Slideshow-Modus wechseln. Und Nummer 4, ein YouTube-Export ist möglich, egal welche Version man hat, egal welchen Plan man hier bezahlt bzw. kostenlos nützt. Und schon sind wir beim letzten Präsentationstool, HikuDeck. Bildhafte Präsentationen. Mit HikuDeck kann man ganz, ganz einfach Präsentationen machen mit wunderbaren, großen und hochauflösenden Bildern. Ein Online-Tool wie die anderen und es ist auch kostenlos. Für die erste Meldung reicht es wieder, dass man einen Browser hat und man wählt dann www.hikudeck.com. Einmalige Registrierung, ab dann muss man sich einfach anmelden. Die Benutzeroberfläche ist genauso reduziert wie die von den vorherigen Programmen und intuitiv zu bedienen. Schauen wir uns am besten abschließend auch noch hier eine kurze Präsentation an. Sie geben also den Link ein und schon kommen Sie hier auf diese Seite. Hier im Zentrum sehen Sie schon die Präsentation und Sie können jetzt ganz einfach durch die Präsentation leiten mit diesen Pfeilen. Natürlich geht das Ganze auch im Vollbildmodus, dazu klicken Sie auf diese vier Pfeile. In der kostenlosen Version können Sie es nicht downloaden. Wenn Sie eine Bezahlversion wählen, also wenn Sie einen Account machen, wo Sie etwas dafür bezahlen, können Sie das Ganze dann auch noch downloaden und als PPTX weiter bearbeiten. Im Vollbildmodus klicken Sie nun einfach durch die Slides und Sie werden sehen, es sind wirklich tolle Bilder, die man mit der integrierten CC-Suche findet und auch die Slides sehen sehr, sehr professionell und einfach aus. Das heißt, Sie können hier die Slides für sich sprechen lassen und andere wunderbar verzaubern. Abschließend noch einige Tipps, Vorteile und Möglichkeiten vom letzten Online-Tool von HikuDeck. Nummer 1, auch HikuDeck bietet eine wunderbare integrierte Bildsuche. Nummer 2, auch hier gibt es eine sehr, sehr intuitive Oberfläche. Die Bedienung ist ganz einfach. Nummer 3, mit diesem Tool machen Sie wirklich ganz, ganz schlanke, bildhafte Slides. Und Nummer 4, auch hier erzeugen Sie am Ende einen Link, den können Sie versenden. Somit können Sie mit HikuDeck auch wunderbare Lernressourcen erzeugen. Abschließend sei aber noch eines gesagt. Nicht Präsentationen langweilen Menschen, sondern Menschen langweilen Menschen. Daher abschließend noch one more thing, eine kleine Draufgabe.
Unter dem unten gezeigten Link finden Sie ein Infosheet mit dem Titel How to Deliver a Great Presentation. Da finden Sie Tipps und Tricks für professionelle Präsentationen, vielleicht auch mit einem der vier vorgestellten Online-Tools.